Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Immer nur Verbote, das ist, was viele über die Kirche denken und meinen damit vielleicht auch die 10 Gebote. Ja, wenn man sie falsch auslegt, dann heißt es, du darfst nicht und du sollst nicht. Aber vielleicht kann man sie auch mal anders übersetzen. Wenn du Christ bist, wenn du wirklich glaubst, dann wirst du nicht töten, dann wirst du nicht die Ehe brechen, dann wirst du nicht neidisch sein, dann wirst du nicht stehlen. Unser Glaube gibt uns eine so große Kraft und innere Freiheit, dass wir es gar nicht nötig haben, so etwas zu tun. Und Jesus sagt im Johannesevangelium, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten. Wenn wir Jesus wirklich lieb haben, von ganzem Herzen, dann werden wir uns auch an seine Gebote, an seine Worte und Weisungen halten. Dann bleibt uns gar nichts anderes übrig, weil wir überhaupt nichts anderes wollen. Die Liebe kann das einende Band zwischen mir und Jesus Christus sein und hilft mir, Vertrauen in das Wort, das er mir ins Leben hineinspricht. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Herr Jesus Christus, du gibst mir keine Verbote ins Leben auf, sondern deine Liebe, die mich frei macht, das Gute zu tun. Schenke uns heute eine ruhige Nacht und gib uns auch morgen die Kraft, deine Gebote zu erfüllen, weil wir dich lieben und an dich glauben und uns von dir gestützt und behütet wissen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.